Geht es euch auch manchmal so, dass ihr das Gefühl habt, ständig hungrig zu sein und ihr könntet den ganzen Tag über irgendetwas naschen? Naja, dann wird es vielleicht einmal Zeit, sich dem Thema Hunger zu widmen. Ich bin's wieder, eure Arabelle, Ernährungs-, Fitness- und Mentaltrainerin. Es gibt verschiedene Arten von Hunger. Da gibt es zum Beispiel den Zellhunger. Das ist ein ganz wichtiger, weil hier schreit die Zelle, hallo, hallo, ich brauche jetzt eine Nahrung, ich brauche meine Energiequelle, nur so kann ich weiterleben, ganz hart ausgedrückt. Dann gibt es aber auch den Magenhunger. Das ist das, wo man spürt, es ist ein bisschen krummelig im Bauch, man wird ein bisschen schwindelig, die Konzentration lässt nach, aber im Prinzip kann ich noch ohne Nahrung leben. Und dann gibt es den Sinneshunger, auch emotionalen Hunger genannt. Das ist der, der uns sehr oft täuscht, wo wir glauben, dass wir Hunger haben, aber eigentlich ist es der in Österreich so bekannte Guster. Guster erkennt man sehr oft daran, dass man auf ein bestimmtes Nahrungsmittel Lust hat. Wie die altbekannten Chips vor dem Fernseher zum Beispiel. Einen richtigen Hunger hat man nie auf ein bestimmtes Nahrungsmittel, sondern dann ist der Körper dankbar für alles, was man zum Essen bekommt. Und wie weiß ich jetzt, was das für ein Hunger ist? Ist es der Zellhunger, der Organhunger, der Magenhunger? Da gibt es eine ganz gute Übung, von der möchte ich euch jetzt mal erzählen. Stellt euch einen Balken vor. In der Mitte ist grün, kennen wir vom Ampelsystem. Mir geht's gut, ich bin gesättigt. Ein bisschen nach rechts haben wir einen orangenen Balken und das ist das bisschen Völlegefühl, der Magen drückt, vielleicht habe ich doch ein bisschen zu viel gegessen. Und ganz rechts einen knallroten Balken, ich fühle mich unwohl, ich bin übersättigt. Auf der anderen Seite ist der Balken genauso wie der Orange und da ist so das Gefühl, leichtes Kribbeln im Magen, es murmelt ein bisschen, ich fühle ein leichtes, ganz leichtes Schwindelgefühl, ist aber noch nicht schlimm, ich kann mich schwerer konzentrieren, aber ja, es geht noch. Und ganz, ganz links ist der rote Balken. Mir ist schlecht, ich könnte mich fast übergeben, obwohl mein Magen leer ist. Ich kriege überhaupt keine Konzentration mehr hin. Meine Hände beginnen schon fast zu zittern. Das ist natürlich ein Zeichen des Zellhungers. Das heißt, der Körper schreit schon nach einem Nahrungsmittel, er hat keine Energie mehr, es geht ihm nicht mehr gut. Falls ihr nicht genau wisst, was ist das jetzt, ist das der emotionale Hunger, von dem ich gerade gesprochen habe? Habe ich eigentlich nur Lust auf ein bestimmtes Nahrungsmittel? Dann ist ein ganz guter Trick, einfach ein Glas Wasser trinken und sich abzulenken. Und testet euch einmal selber, trinkt ein Glas Wasser und macht irgendetwas anderes. Plötzlich vergesst ihr, dass ihr Hunger hattet. Naja, dann wird es ganz klar nicht der Sinneshunger gewesen sein.